Die Situation, die sich am Samstagmorgen in Chemnitz und dem Umland bot, ließ bei vielen nicht nur die Erinnerung an das Hochwasser vor 8 Jahren hochkommen, es war sogar nahezu die gleiche Situation und das sogar zum fast gleichen Zeitpunkt. Die anhaltend starken Niederschläge in der Nacht vom Freitag zum Samstag haben in Chemnitz und dem Umland erneut ihre verheerenden Spuren hinterlassen. Laut der Wetterstation in Chemnitz fielen von Freitag 8 Uhr bis Samstag 8 Uhr mehr als 75 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu waren es in den Augustmonaten vorangegangener Jahre rund 78 Liter im ganzen Monat. Das Augusthochwasser 2002 begann am ersten Tag ähnlich wie jetzt mit 78 Liter pro Quadratmeter. Der Starkregen hat über Nacht die Pegel der Flüsse extrem ansteigen lassen. Nach Aussagen der Stadt lag der Pegel der Chemnitz am Samstagmorgen bereits bei 3,14 Meter, bei der Würschnitz waren es 2,27 Meter und der Pegel der Zwönitz zeigte 2,59 Meter. Die Flüsse und die Bäche der Region traten an mehreren Stellen über die Ufer, überschwemmten Straßen und Plätze und fluteten Kellerräume. Dauereinsatz für Polizei, Feuerwehr und THW, die Straßen sperren und Keller auspumpen mussten. Besonders betroffen waren die Ortsteile, die an Flüssen oder Bächen liegen. Nach bisherigem Kenntnisstand kostete das Hochwasser im Ortsteil Klaffenbach sogar 3 Menschen das Leben. Die Annaberger Straße war auf weiten Teilen völlig unpassierbar. Vollgelaufene Gleisbetten sorgten für den Stillstand des öffentlichen Nahverkehrs. Auch im Ortsteil Hartau überschwemmte das Wasser Straßen und schnitt unter anderem die Versorgung eines Altenheimes ab. Hier rückte die Wasserwacht mit Schlauchboot an, um eine Notversorgung zu gewährleisten. Das ist richtig, wir haben hinten ein Altersheim, was über diesen Weg, also mit Fahrzeugen, nicht mehr erreichbar ist. Und auch von Klaffenbach her nicht, weil dort auch alles unter Wasser ist. Und das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, falls ein Notarzt oder Pflegemaßnahmen notwendig sind, damit wir dann die mit dem Boot dann dorthin bringen können. Gott sei Dank zurzeit noch nicht, insofern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Viele Menschen hatten kaum eine Chance, sich auf die Fluten vorzubereiten. Denn trotz des anhaltenden Regens kam die Überschwemmung relativ kurzfristig. Das war sehr überraschend, ja. Also da hat niemand damit gerechnet, dass es heute Morgen so schnell geht. Ich bin von meiner Mitarbeiterin angerufen worden und innerhalb von ganz kurzer Zeit stand hier alles unter Wasser. Gerade bei denen, die vom Hochwasser im August 2002 betroffen waren, saß der Schock besonders tief. Ja, sicher. Da war's, aber heute war es sogar noch schlimmer. Ja, also es ging vielleicht auch sogar noch schneller. 2002 ging das alles über längere Zeit, in einen längeren Zeitraum. Aber heute früh, das war ja innerhalb von einer Stunde. War schon echt. Dank der Feuerwehr haben wir das alles hier ein bisschen halten können. Und mit Sandsäcke und Barrieren und Pumpen sind wir verschont geblieben. Im Laufe des Tages ließen die Regenfälle zwar nach, doch für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW ist noch lange nicht Schluss. Zudem müssen die Fragen nach den Ursachen des plötzlichen Hochwassers geklärt werden. Denn nach der Hochwasserkatastrophe 2002 sollte es eigentlich nicht noch einmal so weit kommen. Wie natürlich bei solchen Ereignissen, bedauerlichen Ereignissen immer, wird es dann natürlich dann ab Montag dann gehen, wieso, weshalb, warum. Das ist klar, wir haben also jetzt nicht hier, aber an anderen Stellen waren halt noch Baumaßnahmen an der Chemnitz. Und genau dort tritt jetzt das Wasser raus und überflutet Häuser, die eigentlich geschützt sein sollten durch diese erhöhten Dämme. Und das wird natürlich dann schon Diskussionen geben. Und da müssen natürlich die Antworten gefunden werden. All das steht jetzt Anfang der Woche an. Zudem haben Betroffene und Hilfskräfte alle Hände voll zu tun, die Schäden des Hochwassers zu beseitigen. Und die dürften erneut extrem hoch sein.